Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich habe mir jetzt einen neuen Xbox-Controller bestellt. Ich habe mir diesmal einen Controller bestellt ohne Kabel, also Wireless-Controller für den PC. Mal gucken, da sollte ja dann kein Wackelkontakt mehr entstehen können beim Controller. Mache ich eigentlich nicht so gerne, wegen wir mussten wieder laden und sowas. Aber mal schauen, wie lange der Akku hält. Und er war auch recht preiswert mit 30 Euro. Deswegen schauen wir mal. Und ich bin gespannt, ob jetzt das Spiel, ich musste natürlich rausgehen, das Spiel ging nicht weiter. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel jetzt als Abbruch gezählt hat oder ob's, ja, eben nicht als Abbruch gezählt hat. Das werden wir gleich feststellen. Ach, bitte nicht. Ich möchte nicht mit zwei Niederlagen starten, wovon eine komplett unverdient war und die andere gar kein Spiel zustande gekommen ist. Och, es zählt als Abbruch, ihr dummen Scheiß. Nicht ihr, die zuhört. Okay, ich darf mich nicht drüber aufregen. Wir haben jetzt zwei Niederlagen. Lasst uns davon die Weekend League nicht verderben, sondern versucht es einfach zu vergessen. Ja, ich habe zwei Niederlagen. Vielen Dank. Richtig geil. So fange ich gerne meine Weekend League an. Mit zwei unverdienten Niederlagen. Ach, und wir hatten Alaba nicht auf der anderen Bank, deswegen hat er immer noch keine Fitness regeneriert. Fängt gut an, die Weekend League. Und wisst ihr was? Aus Prinzip werden wir jetzt hier Elite 3 werden, weil wir zwei beschissene Niederlagen am Anfang kassieren, die nicht unsere Schuld sind. Was ist denn der Schmelzer? Bin ich blind? Hä? Ach so, irgendeiner ist hier drauf, der nicht drauf gehört, und zwar Arrakis. Okay, nicht aufregen, wie gesagt, wir haben zwei Niederlagen und wir werden trotzdem Gold. Wir werden trotzdem jetzt Elite 3, passt auf. Mit einem Kurzschluss-Controller. Wackelkontakt-Kurzschluss. Mit einem Wackelkontakt-Controller und zwei unverdienten Niederlagen, wovon ein Spiel wirklich nicht gespielt wurde zum Anfang, werden wir jetzt einfach mal aus Prinzip Gold 3. Das ist jetzt das Ziel für diese Weekend League. Punkt. Ich werde jetzt konzentriert und aufmerksam spielen, werde mich nicht aufregen über irgendwelche Sachen, werde nicht weiter darauf eingehen, wenn Scheiße gebaut wird, sondern werde jetzt hier einfach mal einen Sieg nach dem anderen einen Sieg nach dem anderen einfahren, nicht ausfahren, einfahren und werde, ja, Elite 3 werden, passt auf. Und dann die nächste Weekend League, dann hoffentlich mit meinem neuen Controller Wireless. Okay. Wieder mal der preiswerte Torhüter, den viele haben. Das ist anscheinend der neue Butland in diesem Jahr. Oh, er spielt Jesus als ZOM. Aber okay, hat er auch. Ich glaube, war das Salah, den er da hatte als Stürmer. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich wechseln und, also nicht wechseln, sondern die Formation ändern und dann vielleicht Jesus und Salah im Doppelsturm spielen. Mal gucken. Immer noch die gleiche Aufstellung. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Er spielt ein 4-2-2-2 und er spielt Son und Salah im Sturm. Okay. Und Jesus wirklich als ZOM. Na gut. Konzentrieren wir uns, gewinnen das Spiel und denke ich mir darüber nach, was jetzt alles schon passiert ist. Oh, wie sich das direkt viel besser anfühlt. Ohne Scheiß. Also jetzt vom Controller her. Bin echt so auf Raphael gespannt. Nachdem weder Kruse noch Raphael in Form funktioniert hatten, obwohl beide bessere Werte haben als. Arangis, ich bin echt gespannt. Ich wollte natürlich nicht schießen. Ich wollte nicht schießen, sondern passen. Und dann kriegen wir genau aus diesem Fehler, weil wir aus Versehen, weil ich aus Versehen, also ich hatte auf Schießen gedrückt, dann habe ich gemerkt, Origi bekommt da den Ball, wollte nochmal passen, er macht nichts, sondern schießt. Und dann bekommen wir deswegen das Lackertor. Sehr geil. Man muss auch mal Glück haben. Wenn es so weitergeht, dann können wir ja nur Elite 3 werden. Ruhe das 2-0 machen. Vielleicht auch wieder über ein Lackertor, bin ich dabei.
Alaba bin ich jetzt weniger gespannt, weil den hat man ja schon mal als Leihspieler da, dass ich schon gut angefühlt habe, auch nur Gutes gehört. Und er hat ja auch von den Werten her deutlich geilere als Schmelzer. Müssen wir natürlich aufpassen, Son hat und wahrscheinlich auch Salah haben gute Distanzwerte, gute Distanzschüsse. Das sind gerade ziemlich dumme Fehler, die ich hier mache beim Aufbau. Schön mit Ginter. Gute Grätsche. Wäre es gewesen. Danke. Stellungsfehler. Das war auch ziemlich schlecht. Na, das ist aber eigentlich gelb, ne? Naja, hätte die Spielerrollen mal neu machen sollen. Schade. Schön, Ginter, also da macht wieder ein klasse Spiel. Elfmeter, sehr geil. Endlich mal! Meine Fresse! Das war keine Schuld vom Gegner, weil Raphael einfach super leicht fällt, aber es ist halt trotzdem ein Elfmeter in dem Fall, wenn er da fällt. Das ist halt einfach so. Hat Raphael auch den besten Elfmeterwert, 79. Naja, geboostet kann sein, ich weiß es nicht. Dann schießen wir mit ihm. Wieder Lackertor. Ich wollte auch eigentlich nach rechts schießen, aber irgendwie habe ich nicht weit genug nach rechts gedrückt, was vielleicht ganz gut war, weil er ist ja nach rechts gesprungen. Und dann ist er irgendwie an den Fuß und rein. Also zwei krasse Lackertore. Aber wenn es so weitergeht, dann gewinnt man hier. Dann werden wir auf jeden Fall die drei. Wir müssen ja einfach nur jedes Spiel lacken. Das geht ja auch. Ich meine, warum nicht mal einfach jedes Spiel durch Lack gewinnen? Sehr geil. Oh Gott, wie ich kotzen würde, wenn ich der Gegner wäre. Das war krass, dass der Pass durchkommt. Gemacht mit Goretzka. Oh, es ist nur Raphael. Oh, ich habe eigentlich direkt geschossen. Schade. Wäre es Gnabry halt gewesen, nicht Raphael, hätte halt durchrennen können, aber so musste ich halt passen. Und eigentlich war es auch keine schlechte Idee, weil wir sehr gut standen, aber Gnabry hat leider nicht geschossen. Ja, aber das ist logischerweise auch ein Lackertor, also wie er da zum Schuss kommt, obwohl er umringt ist von drei Leuten, aber ist natürlich jetzt, ich darf mich nicht aufregen bei den zwei Toren, die ich geschossen habe. Tunnel auch nochmal. Und dann halt auch aus der Drehung, ne, also das war schon jetzt auch lucky, aber ich habe zwei Lackertore gemacht, von daher alles okay. Wobei ich hatte auch die Riesenchance zum 3-0 und das wäre dann einfach gut rausgespielt gewesen.
Wieder. Ach, diesmal ist faul, leider, schade. Verstehe ich nicht, wieso er da hinspielt, obwohl er komplett gedeckt war. Ich muss daran denken, dass ich die Spielerrolle nochmal mache. Und, oh, schade. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sehr schön, Kimmich. Stellungsfehler. Okay. Bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir hier führen, aber total lucky halt. Bin überhaupt nicht zufrieden. Ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen hinbekomme. Schöner Tackle mit Goretzka. Das war echt ein Foul. Scheiß Pass von Raphael. Oh, da hat er sich den Tick zu weit vorgelegt, den Ball. Schade. Hätte so geil werden können. Muss man diese scheiß Pässe abgewöhnen, wo der nicht in die Richtung guckt. Kümmern dann einfach immer. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden gerade mit meinem Spiel. Ist eigentlich ziemlich schlecht. Schade. Oh, da war er waren wir zuletzt dran. Was für ein Lack. Och, und es gibt das zweite Lackertor. Okay. Ausgleichende Gerechtigkeit, aber wir hatten halt auch schon. So sehr gute Chancen, deswegen ist es trotzdem schade, dass wir jetzt hier den Gleichstand bekommen. Auch wenn das mit den Ausgleichen der Gerechtigkeit ist, dass es zwei Lackertore beim Gegner auch gibt. Schade. Aber ist auf jeden Fall nicht verdient, meiner Meinung nach. Weil wir hatten schon bessere Großchancen.
Oh! Mann! So verdient wäre das jetzt. Natürlich mit den Alu-Treffer produzieren. Was sonst? So ein Scheißlacker, ey! So ein Scheißlacker! Jetzt verlieren wir das also auch noch unverdient. Geil! Mann, die geht geil los. Die geht richtig geil los. Ich werde wahrscheinlich nicht viele Spiele mehr machen an dem Freitag, weil jetzt schon wieder merkt, dass ich angepisst bin. Oh, es war aber auch wieder ein grandioser Start, ey. So ein Lacker, ey. Alu-Treffer und er macht irgendeinen scheiß Kack-Konter natürlich. Und plötzlich klappt alles. Hat er jetzt seine Formation geändert? Kann das sein? Da wollte ich nicht hinpassen. Nur mal schnell gucken, ob er seine Formation geändert hat. Und jetzt einfach nur auf ultra-defensiv spielt. Na, er spielt immer noch das Gleiche, okay. Tja, ich sehe hier keine zwei Tore mehr bei mir. Wir werden das Spiel verlieren. Und damit haben wir drei Spiele in Folge verloren. Und alle drei unverdient. Geil. Und vor allem 2-0 geführt. Und da steht 4-2. Was auch geil ist. Oh, was macht denn der? Es war doch gerade Pause. Ich wollte noch mal gucken, ob er noch mal umgestellt hat. Ich brauche keine weitere Pause. Och, jetzt geht er auf Zeit oder was? Oh mein Gott. 73. Minute. War eindeutig Ball gespielt. Och, was für ein Spaß, die kommt wieder zum Tor wieder zurück. Och, so ein Lacker, ey. Okay, dann machen wir halt hier die dritte Niederlage in Folge, die unverdient ist, was soll's, scheiß drauf, passt wieder Weekend League, die geht genauso beschissen aus wie die letzte. Zweite Mal Alu in dem Spiel.
Soll ich nicht hinpassen. Ach, ein Musa eingewechselt, was sonst? Ist scheißegal, ist abseits. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Krass, 3 Spiele in Folge verloren und wie? Eins gar nicht gespielt, eins mit dem komischen Controller, wo wir 1-0 führen, dann jetzt hier das, wo wir 2-0 führen. Klar, 2 Lackertore, aber wir haben jetzt auch 2-mal Alu gehabt, wir hatten 2 Riesenchancen produziert und herzlichen Glückwunsch. Dann müssen wir jetzt das Spiel gewinnen. Ich glaube, wenn ich das nicht gewinne, dann kann ich direkt aufhören, Höll. Es ist jetzt Freitag, es ist auch schon etwas später, aber ich wollte halt wenigstens 10 Spiele machen, aber ich glaube, das hatte ich dann schon direkt erledigt. Wenn ich jetzt hier noch verliere, dann habe ich, glaube ich, keinen Bock mehr. Und werde einfach alle Spiele am Samstag machen müssen, was ich auch nicht schaffen werde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch wieder nicht alle Spiele schaffen. Naja, ich wollte die Spielerollen machen. Komm, ich muss das einfach als Herausforderung ansehen. Come on, das sind einfach Schwierigkeiten, die jetzt hier mit eingebaut werden. Scheißegal. Das macht mich nur besser. Aber ich habe trotzdem nicht so gut gespielt, wie ich hätte spielen können, glaube ich. So, jetzt konzentrieren wir uns mal und gewinnen das Spiel. Und dann mache ich auch noch eine Aufnahme, weil ich das Spiel gewonnen habe. Ganz in Ruhe, come on. Ich meine, ich kann es ja auch einfach positiv sehen. Ich habe bisher noch kein einziges Spiel verloren, weil der Gegner besser war. Das ist auch nicht schlecht. Er hat einen silbernen Linksverteidiger drin. Entweder wechselt er den jetzt aus oder den hat er wegen der Pace drin. Das war eigentlich auch schon faul, aber okay. Ach so, es wurde auch als faul gewertet, sehr gut. Gut los. Ein bisschen FIFA 13 Style, kommen wir lupfen in meinen Lauf. Hat er leider gut gespielt, konnte ich nichts mehr machen. War auch wieder ein Pace-Problem auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass er da lang läuft, aber ich konnte ihm nicht mehr zustimmen, weil er zu schnell war. Ist natürlich geil, wir machen den Alu-Treffer, er macht halt das Ding rein. Hier, naja, zeigt sich nochmal, schade.
Aber egal, wir haben einen Alu-Treffer, das heißt, wir können auch mal ein Tor schießen gegen ihn. Tunnelt. Schönes Lagertor. Ist klar, dass Salah natürlich das Kopfballduell gewinnt. Der ist ja auch riesengroß. 3 Meter groß gegen meine kleinen Innenverteidiger. Das kann natürlich nichts werden. Logisch. Passt natürlich wieder nicht, wenn ich das will. FIFA 13 Pacers Style. Oh, ich bin schon wieder so angepisst, ich merke das. Fuck, Mann, ich kann aber auch nichts dagegen machen. Jetzt will ich einfach zu verkrampft hier noch 2 Tore schießen, dass ich es halt auf keinen Fall hinkriegen werde. Ist immer so. Zweite Mal Alu, wieder von Icardi. Hab direkt auf Passen gedrückt, er macht's nicht. Ich wollte nicht mehr drüber reden, aber ich glaube, es ist gerade auch scheißegal. Ich bin sowieso schon so angepisst. Dass er auch mal alle trifft. Ich bin ja auch viel zu aggressiv wieder am Verteidigen, ich merke das.
haben schon zwei Tore. Wir haben zweimal Alu getroffen. Es wird aber möglich sein, hier mal noch ein Tor zu schießen und noch eins. Komm schon. Konzentrier dich, mach die Tore. Ach, nicht wieder so ein Pacer-Tor. Fick dich doch einfach. Fuck! Anstoß, Pacer, Scheißkacke hier. Alter, ich hab's genau gesehen, aber was soll ich denn da machen? Ich steuere die Spieler nicht. Das ist so billig, ey. Och, und wieder, nee, doch nicht. Aber trotzdem ist schon wieder so ein Pacer-Scheiß. Warum klappt denn das gerade so gut? Wechselt aufs 4-1-2-1-2. Beschissener Idiot, ey. Ist geil, wie echt gar nichts klappt, ey. Ich bin so eingepisst, dass ich kann nicht mehr gut spielen. So ein Lacker, ey. Oh, ist das zum Kotzen. Oh, es gibt nicht mal die Ecke. Gibt es natürlich direkte Lackerkonter. Och, wir legen ihn ins Aus vor. Ey, so schön ausgespielt. Nein, ins Aus vorlegen.
1-3, ja, es wird nicht reichen. Zwei Alu-Treffer. Egal, komm jetzt, wir haben die Chance, noch zwei Treffer zu machen. Komm jetzt, konzentrier dich. Komm schon. Komm, jetzt wird das erste 3-0, was wir noch zu einem Sieg irgendwie drehen. So schlecht rausgespielt, das gibt's doch nicht. Ich werde dann trotzdem noch eine Aufnahme machen. Ich weiß, es ist ein Fehler, weil ich gerade nicht gut spiele und auch nicht mehr gut spielen kann. Aber ich mache es trotzdem. Jetzt geht auf Zeit. Da wollte ich nicht hinspielen. Mach dann trotzdem, wie gesagt, noch eine Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich beide Spiele verlieren und mich beide aufregen, aber egal. Ja, genau, wir waren zuletzt dran, was sonst? Bis zum nächsten Mal.